Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge der Crafting Challenge. Das hier ist die Folge 65. Und hier wird ein bisschen von der Natur geschwärmt. Und ja, Julina möchte auch die Sophie beruhigen. Das war so ein schwerer Schultag. Da war so ein Lätzchen und... Ach Mensch. Ach Mädchen, alles halb so schlimm. Du weißt ja, wenn die einen wen anders ärgern, dann haben sie meistens selbst zu Hause nichts zu lachen. So, Charlie ist am Kochen. Ich habe ihm ein Tofu-Gericht kochen lassen. Ich glaube, die Tofu-Tacos, ne? Genau. Ja, ein bisschen kochen. Dann hat der Charlie auch bald Level 7. Und was ist hier los? Dann nehmen wir auch mal ein Gericht, Jolina. Und du auch, bitte. Okay, du auch. Du, ich habe die Jackie an ihrem Schulprojekt schlampig beginnen lassen. Ja, schlampig arbeiten beginnen lassen. Aber jetzt gibt es erstmal Abendessen. Schön, dass sie mal zusammen wieder sitzen hier zum Abendessen. Du könntest auch was nehmen, wenn du willst. Tina. Ach ja, schön. Gestern gab es ja das Update, also in meiner Zeit jetzt gestern. Bei euch ist es wahrscheinlich vorgestern. Sims wurde 21 Jahre alt. Und ja, es gab ein paar neue Objekte und neue Gerichte. Hier gebackene Schokomousse, Butterhuhn und der Palakpenner. Ja, ich nenne ihn irgendwie so. Panier. Die sind dazugekommen. Ich muss sagen, 2 von 3 sehen komisch aus, aber was soll's. Was gesund ist, muss nicht gut aussehen. Na, ihr unterhaltet euch aber jetzt nicht zusammen. Ah ja, geht ja gar nicht. Eine unverschämte Geschichte erzählen. Möchtest du das wirklich vor deinen Kindern tun, Jolina? Ja, möchte sie. Da ist jemand explodiert. Ist direkt zum Vampir geworden. Nur weil das Haus rosa war. Das bekommt die Jolina ins Inventar. Nee, das geht nicht ins Inventar. Warum? Jetzt muss ich mal gucken. Ach Mann, irgendwas ist wieder hier. Dann halt in die Spüle. So. Ach so, nee, das da passt aber rein. Ja, das geht. Sehr gut. Was ist denn mit euren Charakterwerten? Verantwortung, sehr schön. Dann könntest du das ja eigentlich mal weglegen in den Kühlschrank und bei dir könnte auch noch was gehen. Ja, wir haben 19 Uhr. Ihr habt ja jetzt beide wieder einen Schreibtisch. Allerdings hat nicht jeder von euch einen Stuhl. Aber ich glaube, Julina hat den gemacht. Ja, dann hat sie nicht. Die Maschine ist ja kaputt gegangen. Produkt verwerfen. Ach ja, da war bestimmt wieder die Tina dran. Ja, das wird wohl sein. Oh, Moment. Ja, ich hoffe, ich habe... Wir müssen das nämlich ausschalten. Oh, nein. Keine Sandskulptur. Hä? Sind die... Sind die schon aus? Ich dachte, ich hätte die vergessen letztens. Okay, auch gut. Du könntest mal die Deko wegnehmen. Die Deko ist noch dran. Achso, die muss man jetzt hier abmachen, oder? Fundament. Merkwürdig. Ah, das kannst nur du abnehmen. Okay. Also nur die Erwachsenen. Merkwürdig. Na gut, da haben sie ja wohl wieder was vergessen, weil dekorieren konnten die Kleinen ja. Nur halt abnehmen können sie es nicht. Das ist wirklich ein bisschen komisch. Ja.
Vielleicht kannst du auch deine Hausaufgaben. Nö, du machst keine Hausaufgaben. Du machst hier deine mittelalterliche Burg. Diorama, okay? Diorama. Naja, ich habe es versucht zumindest. Charlie geht auf die Toilette, kannst auch gleich mal Zähnchen putzen und an deiner Geschichte weiterschreiben. Was steht da? Entschuldigung schreiben für Liebesmail schreiben. Ja, die können ja leider keiner abrufen. Genrebuch schreiben. Wir haben Kurzgeschichten, Kinder und Poesie. Okay. Noch keine Biografie dabei. Ich weiß, wie gesagt, auch noch nicht, ob das geht. Das sehen wir dann mal noch. Mit dem USB-Stick wird das Buch weitergeschrieben, okay? So, Julina, du bist wahrscheinlich hier schon fertig. Dann mach mal den Schreibtischstuhl, also den Stuhl. So. Na, der Garten sieht doch gar nicht so schlecht aus. Okay, ich dachte, man könnte das jetzt noch gießen. Oh, Level 5. Cool. Genrebuch. Jetzt haben wir ein Motivationsbuch, Sachbuch. Okay, aber das ist bestimmt nur, weil er selbstsicher ist. Hilf anderen Sims das Beste aus sich rauszuholen. Na, das kann doch der Charlie bestimmt gut. Wir haben 20 Uhr, da ist ja immer noch Zeit. Ach komm, sortier das mal aus nachher. Und dann kochst du noch was Feines. Und zwar, was haben wir hier? Ah, Zwiebeln fehlen. Kronbraten können wir machen. Der Camper-Eintopf. Das ist auch schon der Pupstopf, oder? Ach ja, komm. Den machen wir. So, und was machst du? Du machst gar nichts. Oh, du bist fertig mit deinen Hausaufgaben. Sehr gut. Wie ein Champion pieseln. Naja, dann tu das mal. So. Na, der Puff ist schon süß, ne? Und du regst dich hier auf, Kleine. Nur so ein bisschen. Naja, wenn einem die Zähne ausfallen, ne? Oh, mit Strom hantierst du auch. Also, das ist ja was. Baust du Licht in die Burg? Ah, ja. Hau drauf. Bisschen messen, genau. Aha. Mit Pappe die Grundform und dann mit Ton verschönern, oder was? Klebepistole hast du auch hier. Tausend Bilder. Du bist jetzt auch schon fertig wieder. Vielleicht möchtest du noch was malen? Frühlingsbastelarbeit herstellen. Mach mal. Mal mal Fahrzeuge, genau. So. Oh, das ist fertig. Wieso wieder aufgebraucht? Die sind doch an, oder was? Nee. Und Julina, musst du mal Wasser sammeln? Vielleicht verkaufen wir die und kaufen die neu, wenn die rumspinnen, weil eben waren die ja anwählbar. Vielleicht müssen wir die auch updaten, dass die automatisch an- und ausgehen. Radl. Stimmt, Julina könnte auch mal wieder mit dem Fahrrad rumfahren. Ach, das ist deins. Okay. Oder auch nicht, egal. Ich kann gar nicht hinsehen, wenn die da so komische Sachen machen. Ah, hier haben wir Pflegen. Da sei es an. Ich hab's doch gewusst. Ausschalten, danke. Ich
glaube, aktivieren ist automatisch. Dann ist das gar nicht mit Verbessern verbunden, oder? Ja, schwer zu sagen. Du wirst nicht gestochen. Was ist denn mit denen wieder los hier? Bienenwachs sammeln, Honig sammeln, Schwarm einsammeln. Ja. Echt jetzt? Ich habe gerade echt gedacht, ich hätte einen Zombie gehört. Jetzt bin ich aber im falschen Spiel. Oha. Oh, da kann man schön noch reingucken. Honig. Bestimmt wieder schlechter Honig. Was sonst? Das ist dann für die Mülltonne, wenn wir unterwegs gehen. Erforschen. Nein, nicht, nein. Ach ja. Käfer ansiedeln. Das mit den Käfern funktioniert irgendwie auch nicht richtig. Aber wahrscheinlich bin ich da schuld dran. Ich glaube, wenn man die einen Tag vernachlässigt, dann ist das schon ganz schlecht. Und dann fliegt die mal direkt. Okay. Dann kannst du noch mal eine Runde schreddern. Ich glaube, da haben wir wieder was, oder? Wir gucken mal. Hier haben wir einen Müllhaufen. Ach komm, geh weg da, Meldung. Danke. So, was haben wir noch? Tellerchen. Okay. Naja, viel ist es nicht. Aber besser wie gar nichts. So, du bist fertig? Oh, zeig mal her das Ding. Projekt ansehen. Also Licht sehe ich keins da drin. Aber sieht doch gar nicht übel aus. Hat die doch schön angepinselt hier. Ich weiß nicht. Ah, sie scheint nicht zufrieden zu sein. Über Interessen reden. Was stand da? Über unwohle Stimmung reden. Ich wollte eine Geschichte zur Burg schreiben, aber naja, mir ist nichts eingefallen. In der Burg hätten alle nasse Socken und so. Aber das fand ich dann doof. Ja, das hätte ich auch nicht geschrieben. Komm, wir gehen ins Bett. Ja, da steigt direkt die Empathie. Wenn der eine merkt, dass der andere müde ist und so. Gute Nacht. Und hier ins Bett bringen. Jackie. Du bist auch mal wieder ins Bett gebracht. Was für eine Errungenschaft. Charlie hat ein komplettes Buch geschrieben. Ja. Sehr gut. Charlie schreibt hier die ganzen Bücher. So. Ah, direkt in den Topf. Upsala. Ui, da ist die Lampe im Weg. Wie sieht das aus? Sieht gut aus. Der Camper pups einen Topf. Ja, schön ins Bettchen bringen. Yum, yum, yum. Schön. Was war hier? Oh, Level 8 hat er schon. Der hatte schon Level 7. Okay. Oh, der kann jetzt Apfelkuchen machen. Außerdem kann er Speisen aromatisieren, um eine bessere Qualität zu erreichen. Oha. Zu erzielen. Gute Nacht, Jolina. Ich hoffe, du hast keinen Hunger. Du hast auch keinen Hunger. Okay, wo hast du das Essen hingesteckt? Dahin. Camper-Eintopf. Sehr gut. So, ich würde mich gerne, wenn es jetzt gleich wieder heller wird,
an den Balkon machen. Wir haben nämlich jede Menge Moneten. Und da können wir endlich mal so ein bisschen was hier reißen. So. Hier. Oh, die müssen jetzt in der Schule sein. Oh, hat das gesehen? Da ist gerade die Deko aufgeploppt. Haben wir Liebestag? Wir gucken mal. Morgen ist Liebestag. Liebestag, ja, Liebestag. Mhm. Schön. Freitag und am Samstag haben die Kinder Geburtstag. Oha. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir das wirklich schaffen, in 2 Tagen noch die Fähigkeiten aufzubauen. Aber das macht ja nichts. Dann spielen wir halt ein bisschen weiter. Noch ein bisschen mehr. So, welchen Zaun nehmen wir denn? Hatten wir schon mal einen? Ja, 4 drin, den hatten wir. Könnte auch für außen gut sein. Oh, das Fenster, das ist ja total im Weg. Werden die jetzt, ja, die werden, glaube ich, weggeschmissen, weil die gelb sind. Oh, der Punkt fehlt. BB-Punkt, Move Objects, Objects. Jetzt wird es nicht weggeschmissen mit dem Cheat. Aber will ich den haben? Hm. Das Fenster verrücken wir später noch ein bisschen. Das muss ja nicht so bleiben. Immer blau. Das passt auch nicht zum Grün, ne? Das ganze Haus passt sowieso nicht zusammen. Es ist schon ganz schön zusammengewürfelt. Aber ich muss echt sagen, ich genieße das, weil eigentlich baut man eher so, dass so die Sachen passen. Man hat zwar so ein paar Deko-Einheiten, sage ich mal, die da irgendwie aus der Reihe tanzen, damit es irgendwie lebendig wirkt. Aber ansonsten so zusammengewürfelt, also das hatte ich noch nie. Und ja, ich zögere das, glaube ich, schon ein bisschen hinaus, also bis wir das hier richtig fertig machen. Und ja, ich genieße das irgendwie, dieses zusammengewürfelte Crafting-Haus hier. Aber ich weiß trotzdem jetzt nicht, was ich hier nehmen soll. Das ist natürlich, ja, es passt und es ist doch zu hoch. Man könnte aber links und rechts nehmen und dann hier vorne offen lassen. Aber nein, komm, das machen wir nicht. Ich habe schon einen Schock gekriegt. Nein, tu es nicht. War das das? Nee. Das war hier das, ne? Wir nehmen einfach das. Und ja, jetzt haben wir schon mal ein schönes Zäunchen. Überdachung machen wir keine erstmal. Oder wir holen uns ein Objekt. Es gibt da ja so ein Deko-Objekt. Ist das bei Skulpturen dabei? Das war, glaube ich, aus Inselleben, bevor ich hier ewig suche. Verschiedenes. Aha, ah, da gibt es sogar 2, 3 sogar. Wir hätten sowas zum Beispiel. Aber das hier hatte ich im Auge. Das ist nämlich richtig schön. Also wenn man da nicht entspannen kann, ne, dann weiß ich auch nicht. Oder das hier. Aber das ist mehr so für den Strand. Da haben wir eh keinen Platz da vorne, glaube ich. Die Fahne. Ja, also ich wäre ja für dieses Ding. Haben wir mal F5 drücken und dann haben wir die halben Kästchen, genau. Vielleicht hier? Ich stelle es mal einfach mal hin. Wir machen erst mal das Fenster hier rüber. Oder machen wir das... So geht auch, ne? Da müssen wir hier. Das ist 2,5. Das heißt. Nee, das heißt so. Oder? Ja. Ach, geh mal weg, Palme. Genau, 1,5 Kästchen. Das hier ist 1. Das ist der Hälfte, genau. Ja, dann war es das ja schon, ne? Okay. Gut, hier auf der Seite ist es jetzt nicht so. Dann machen wir das so und dann ist es wieder richtig. Ja, vielleicht so.
Nicht ganz. Hier ist es ja ein Kästchen, nicht anderthalb. Aber gut, so genau müssen wir das jetzt nicht nehmen. So wie es jetzt ist, reicht das schon mal. Genau. Und die Maschine muss natürlich noch ein Stück rüber und die Uhr natürlich auch. Und ja, dann können wir das doch irgendwie vielleicht hier hinstellen oder so. Welche Farbvariante nehmen wir denn da jetzt? Okay, die passt nicht, auch wenn sie echt hübsch ist. Lila. Die blaue würde vielleicht gehen. Wir können ja auch den Boden noch verändern. Ja, nee, das passt gar nicht. Naja, das dauert, das... Ja, weiß nicht. Das vielleicht? Ich glaube, wir lassen das erstmal da. Das ist das falsche Holz, ich weiß. Aber irgendwie gefällt mir das gerade. Das passt ja auch zu den Fenstern. Oder nehmen wir... Nee, das andere, das ist irgendwie nichts. Okay. Ich guck mal nach einem anderen Boden. Kann ja auch sein, dass wir die grünen Bereiche hier auch ganz wegmachen. Wäre auch möglich. Oh, machen wir Inselleben raus, genau. Nee. Gehen wir bei den Steinen. Gucken. Nein. Oh. Das sieht auch gut aus. Wir nehmen das direkt einfach. Ja. Okay. Machen wir mal so. Das wird kopiert. Das hätte ich jetzt gern hier oben. Oh. Okay. An der Seite müssen wir dann irgendwann mal schauen, was wir da nehmen. Hier unten. Achso, das habe ich weggelassen, weil guck mal, wie das aussieht. Krumm und schief einfach. Nein, das will ich nicht. Geh weg. Das könnte aber gut aussehen. Vielleicht. Vielleicht mögt ihr ja gar nicht das Grüne, ne? Aber momentan sieht es halt so aus hier. Das muss bleiben. Genau, da kommt das vielleicht raus. Mhm. Ach ja, das ist doch gut so. Sehr gut. Tisch und Stühle dürfen wir uns jetzt nicht kaufen. Einen Liegestuhl. Den kann man ja nicht herstellen. Vielleicht kaufen wir uns einen Liegestuhl. Verschiedenes oder Außenmöbel? Ja, hier Außenmöbel, genau. Oder kann man einen herstellen? Ich habe nichts gelesen bis jetzt davon. Aus Metall. Ich glaube lieber, wir holen Holz. Oder sowas. Was haben wir hier für schönes Ding? Ah, ist doch Holz. Ja. Da holen wir gleich noch eine andere Farbvariante vielleicht. Was gibt es denn da? Ach ja, dieselben wie bei dem Pavillon. Oder? Da haben wir das helle. Okay, das ist nicht das helle. Aber die passen zusammen. Wo ist denn jetzt das helle dahin? Okay. haben sie anscheinend vergessen. Das ist aber schade. Dann nehmen wir einfach die. Ja. Das passt auch. Ah ja, genau. Wir haben jetzt den Stuhl fertig. Der kann jetzt endlich dorthin. Ich glaube, die Lampe machen wir mal hier rüber. Ansonsten haben wir hier nichts, glaube ich. Wir könnten aber das Thermostat hier reinmachen. Wir müssen es ja nicht anschalten. Und wir könnten, glaube ich, eine Dusche kaufen. Die durfte man ja kaufen. Dann haben wir eine im zweiten Bad. Oh, nee, nicht das. Hier, duschen, genau. Ah ja, das noch hier, die
Ist auch nicht schlecht. Was nehmen wir? Die vielleicht? Die passt ja auch zu der Toilette. Stimmt. Oh, hier fehlt ja so einiges. Nehmen wir mal die schöne Tapete hier. Und, wir könnten auch eine andere nehmen. Hm? Die vielleicht? Ah, die passt nicht zum Stil, oder? Naja. Nicht so wirklich gut. Aha. Wir nehmen einfach mal die. Oder die. Und für den Boden finden wir bestimmt auch noch was. Genau, hier haben wir dieselbe. Ja, sehr gut. Da haben wir doch mal ein schönes Bad hier. Gut. Teppich dürfen wir keinen kaufen. Ich muss mich immer so ein bisschen konzentrieren. Das sah ja jetzt cool aus. Gut, würde aber mal sagen, wir schicken die Kinder in der nächsten Folge in die Schule. Und ja, euch ist noch viel Spaß mit einem anderen Video oder beim Zocken. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!